Samitalernen.ch, Marcel Item, und du interessierst dich für Versorgungssysteme im Bereich Warmwasser. Wir möchten miteinander mal schauen, was gibt es jetzt für Möglichkeiten, um Warmwasser zu erzeugen. Wir teilen das ein bisschen auf, nämlich zuerst in Apparate, die für einzelne Zapfstellen geeignet sind, und später schauen wir dann, was machen wir jetzt, wenn wir mehrere Apparate, also sprich vielleicht eben ganze Wohnungen oder ein ganzes Gebäude mit Warmwasser versorgen müssen. Den Anfang macht der drucklose Kleinwasserwärmer. Und der drucklose Kleinwasserwärmer, der kommt im Prinzip immer dann zum Einsatz, wenn wir eben relativ überschaubare Mengen haben. Also zum Beispiel in einem Architekturbüro oder vielleicht ein Hauswartraum irgendwo in einer Tiefgarage. Und wie so eine Gerätschaft aussieht, das siehst du jetzt. Hier sehen wir den drucklosen Kleinwasserwärmer. Man sieht hier, natürlich hat es jetzt relativ viele Thermometer aus Schulungszwecken, aber im Grundsatz, wenn ich hier jetzt eben den Hahn öffne, dann strömt hier kaltes Wasser nach in den Speicher hinein und drückt eigentlich über den Überlauf das warme Wasser nach unten. In dem Moment, wo ich hier den Hahn wieder schließe, haben wir den drucklosen Kleinwasserwärmer eben nicht mehr im Druck. Er ist im Prinzip druckentlastet und auch die Erwärmung erfolgt jetzt hier einfach über den Überlauf, also sprich die Ausdehnung. Das Wasser tropft jetzt hier wirklich relativ schön den ganzen Tag, bis es an sich wieder warm ist, was natürlich dann auch so ein bisschen Nachteil dieser Systeme darstellt. Ja, Vorteile solches drucklosen Kleinwasserwärmers, die liegen natürlich auf der Hand. Einerseits ist das im Verhältnis eine relativ günstige Installation, also das hat man schnell erledigt. Diese Gerätschaften kosten nicht wahnsinnig viel und wir haben auch keine Sicherheitsarmaturen, die verbaut werden müssen. Und von daher sind das sicher zwei bestechende Vorteile dieses Systems. Der Nachteil ist natürlich, wir haben eine relativ kleine Warmwassermenge, also man spricht hier irgendwie so von 15, maximal 15 Liter. Das reicht eben, um irgendwie ein paar Kaffeetassen zu reinigen, aber in dem Moment, wo wir mehr brauchen, kommen wir natürlich an den Anschlag. Und auch, dass natürlich die Ausdehnung des Warmwassers, respektive der Erwärmung, über den Überlauf gelöst wird, heißt, dass das Ding immer ein bisschen tropft und das kann unter Umständen dann auch mal nerven. Ja, wenn wir etwas Größeres brauchen, was ein bisschen mehr Bums hat, sage ich jetzt mal. Oder wenn wir eben zum Beispiel die Situation haben, dass wir einen Gewerbebetrieb haben, wo am Mittag 10, 12 Polymechaniker oder irgendwie sowas ihre Hände waschen müssen, dann brauchen wir mehr Wassermenge. Und dann sind wir beim klassischen Wasserwärmer im Druck, den du sicher auch schon gesehen hast, also irgendwie ein Elektrospeicherwasserwärmer, welcher mit 100, 150 Liter hat, komplett mit Sicherheitsgruppe, allen Armaturen. Und da haben wir eben dann den Vorteil, dass wir einerseits große Mengen verfügbar haben, also wir können hier sehr schön eben viel Warmwasser produzieren und auch lagern für den Gebrauch. Und wir haben auch, und das muss man auch sagen, relativ hochwertige, bewährte Komponenten. Also mit diesen Elektrospeicherwasserwärmern hat man relativ wenig Probleme, sage ich jetzt mal. Demgegenüber steht natürlich wieder, dass wir eine etwas aufwendigere Installation haben. Also wir brauchen eben die Sicherheitsgruppe, alles, es braucht einen Ablauf für ein Sicherheitsventil. Und im Verhältnis ist es dann auch sicher die teurere Variante als so ein druckloser Kleinwasserwärmer. Wie so ein Wasserwärmer aussieht, das siehst du dann später noch, wenn ich dir die Gruppenversorgung zeige. Es ist im Prinzip dann einfach die gleiche Apparatur, einfach mit nur einer Auslaufstelle in dem Fall. Dann ebenfalls nicht zu vergessen, heutzutage ist auch der Durchlauferhitzer mit Strom. Also wir haben ihn viele Systeme heutzutage, die eben auch mit Strom Wasser erwärmen, und zwar im Durchlauf direkt. Das heißt, wir haben zum Beispiel die KUKO, die jetzt in der Regel ein bisschen in aller Munde sind und relativ modern, aber auch von der Firma Nussbaum gibt es solche Gerätschaften, die eben im Prinzip einfach mit einem starken Heizelement im Innern das Wasser, welches durchfließt, sofort warm machen. Die bringen sehr schnell warmes Wasser. Sicher ein Vorteil, auch hygienisch,
Also sie machen aus 10 Grad kaltem Wasser sofort irgendwie 45 Grad Wasser. Aber der Nachteil davon ist natürlich auch, sie benötigen einen entsprechenden Anschluss. Also man spricht hier vielfach auch von 400 Volt. Bei größeren Gerätschaften, jetzt bei der Firma Nussbaum, beim KUKA muss ich ehrlich sagen, weiß ich es nicht genau. Und in der Regel ist eben eine relativ große elektrische Leistung nötig. Und man muss natürlich auch immer bei diesen Systemen allen ein bisschen sagen, dass elektrisch Warmwasser machen in Zeiten der Nachhaltigkeit und Energiewende etc. auch immer so ein bisschen in der Kritik steht. Also, wir haben ja die Mucken und da ist ja vieles wieder am Laufen und man sollte, wenn es irgendwie geht, eben Warmwasser alternativ erzeugen. Dennoch haben wir nochmals ein System für eine Zapfstelle. Es gibt natürlich auch noch den Durchlauferhitzer mit Gas. Also da haben wir dann im Prinzip eben den Vorteil, dass wir größere Mengen haben. Und wie das aussieht, so eine Gerätschaft, das zeige ich dir jetzt. Hier sehen wir den Durchlauferhitzer, der ist normalerweise natürlich mit einer Verschalung abgedeckt, damit das ein bisschen adretter aussieht. Bei uns hier zu Schulungszwecken ist der eben geöffnet. Nichtsdestotrotz, wir haben beim Durchlauferhitzer eben den Kamin, welcher installiert werden muss. Wir haben eine Gaszuleitung, die vorhanden sein muss, aber dann hat der Durchlauferhitzer eben den Vorteil, dass er hier relativ schnell nun beginnt zu feuern, also der Brennteil macht seine Arbeit. Das Wasser läuft durch diese Lamellen durch, hier respektive durch diese Rohre und wird direkt erheizt und kommt auch in einer sehr großen Menge hier unten raus. Und natürlich im Bereich der Durchlauferhitzer gibt es mittlerweile auch elektrische Geräte, also das könnte entsprechend hier ein KUKA sein oder auch von der Firma Nussbaum. Ich habe jetzt einfach aus Demonstrationszwecken, weil man das ja auch nicht jeden Tag sieht, mal diesen Gasdurchlauferhitzer hier in Betrieb genommen. Vorteil dieser Variante ist natürlich, dass wir eine sehr große Wassermenge da bereitstellen können. Also das steht da natürlich in keinem Verhältnis hier mit einem Durchlauferhitzer mit Strom. Hier kann man Badewannen befüllen. Und wir haben eine sehr schnelle Erhitzung, auch im Dauerbetrieb. Also es ist auch ein hygienischer die gehönische Variante. Demgegenüber steht natürlich, dass es, es ist eine aufwendige Installation. Also es braucht einen Kamin, es braucht eine Gasleitung und Gas beinhaltet natürlich auch immer irgendwo eine gewisse Gefahr. Obwohl solche Gerätschaften sehr viele Sicherheitskomponenten verbaut haben, ist eben immer irgendwo eine gewisse Gefahr doch ein bisschen latent vorhanden. Es ist halt Erdgas und es ist ein entzündliches Gas. Und man muss natürlich auch sagen, dass man im Neubau, sage ich jetzt in der Regel, auch wenn man Gas im Haus hat, seltenst solche Lösungen wählt mit diesem Durchlauferhitzer. Aber ich wollte auch nichts irgendwie wegsparen, sondern im Prinzip alles ein bisschen aufzeigen. Also das wären jetzt im Prinzip unsere Systeme, wenn wir eine Zapfstelle haben, ein bisschen miteinander verglichen. Und jetzt schiebe ich das so ein bisschen zur Seite hier, damit wir wieder Platz kriegen. Und zwar gehen wir jetzt eben hin und schauen miteinander mal an, ja, was gibt es denn jetzt für Systeme, sage ich jetzt mal, wenn wir eben mehr Apparate anschließen möchten. Und dann kommen wir unweigerlich zuerst mal zur sogenannten Gruppenversorgung. Die Gruppenversorgung, das heißt nichts anderes als in dem Moment, wo wir eben zum Beispiel eine ganze Wohnung anschließen müssen. Es kann natürlich auch sein, jetzt bei uns hier in der Altstadt, dass wir aus dem Altbestand noch Wohnungen haben, wo in jeder Küche ein Wasserwärmer verbaut ist. Und da haben wir eben die klassische Gruppenversorgung. Das heißt, ein Elektrospeicher für mehrere Apparate. Und wie das aussehen kann, das siehst du jetzt. Klassische Situation, elektrischer Speicherwassererwärmer, dann haben wir den Warmwasserabgang, sehr schön zu sehen mit dem Anschluss für die Begleitheizung und in unserem Falle jetzt hier haben wir im Prinzip im oberen Teil die
Verteilleitung an der Decke, die speist eben im Prinzip hier drei Waschtische, eine Dusche an, und das wäre jetzt eine klassische Gruppenversorgung, sprich an einem Speicherwasserwärmer sind daneben mehrere Apparate geschaltet. Im Normalfall hat es keine Begleitheizung, das ist jetzt hier so ein bisschen Spezialfall, weil eine Leitung bei uns sehr weit weg liegt für das Lehrerzimmer, das Warmwasser, der Küche, und darum hat es im Prinzip eine Begleitheizung, aber im Normalfall bei einer solchen Lösung schafft man es eben ohne eine Begleitheizung, was ja dann auch ein entsprechender Vorteil ist. Ja, Vorteile dieses Systems ist eben natürlich, dass wir die Warmwasserleitung nicht irgendwie zirkulieren oder warm halten müssen mit einem Heizband im Normalfall, sondern dass wir eben die Ausstoßzeiten sehr elegant im Griff haben, weil eben die Aufbereitung, also das Warmwasser an sich, eben dort ist, wo es gebraucht wird, sprich in der Wohnung oder im entsprechenden Objekt sehr nahe an den Apparaten. Ebenfalls ein Vorteil ist eben die einfache Abrechnung. Wir können natürlich, wenn wir jetzt so ein Strom-Elektrospeichermodell haben, das sehr einfach über den Stromzähler der Wohnung nehmen, und dann ist das ohne großartige NEOVAC etc. Lösungen ist das ja, problemlos machbar, dass man hier den Verbrauch, den elektrischen Verbrauch zumindest mal abrechnen kann. Demgegenüber steht natürlich ein verhältnismäßig hoher Installations- und Serviceaufwand, also man muss in jede Wohnung ein Speicher einbauen, es braucht in jeder Wohnung eine Sicherheitsgruppe, und das ist klar, dass das natürlich mit Mehrkosten verbunden ist, als wenn man jetzt eine Zentralversorgung macht, im Keller unten, ein Speicher, den man warten muss, und von daher kommt es natürlich auch, dass man in modernen Systemen in der Regel eben auf die Zentralversorgung setzt. Dann ebenfalls ein Problem, dass alternative Energieerzeuger sehr selten dann möglich sind, also wenn wir natürlich einen Gewerbebau haben mit einer schönen Hauswartwohnung oder sowas, oder der Chef wohnt oben drüber, dann kann man sehr gut einen Wärmepumpenboiler verbauen. In dem Moment, wo man natürlich aber im Altbau drin ist, in den Wohnungen etc., wird es dann schwierig, und das beißt sich natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen hier mit den Mucken etc., wo wir eben diese rein elektrische Erwärmung ja nicht mehr so haben möchten. Das wäre also die Gruppenversorgung, und demgegenüber steht jetzt eben die zentrale Versorgung, und wie das aussehen könnte, das siehst du jetzt. Ja, hier sehen wir nun die Zentralversorgung, eben einen großen Wasserwärmer im Keller. Wir haben eine Abgangsleitung, welche jetzt eben alle Apparate dann im gesamten Gebäude anspeist, und ja, kann geladen werden über die Heizung, eben als Vorteil auch mit alternativen Energien. Ja, Zentralversorgungen sind natürlich sehr günstig im Unterhalt. Nicht nur im Unterhalt, also wir haben natürlich nur einen Speicher gegenüber der Gruppenversorgung, die wir warten, unterhalten, entkalken etc. machen müssen. Auch in der Anschaffung ist es eben günstiger, und das ist natürlich dann oftmals auch ein Killerkriterium im Neubausektor. Man möchte die Investitionskosten relativ tief halten, und da punktet natürlich die Zentralversorgung mit den, mit der Erwärmung im Keller. Ebenfalls ist die Installation verhältnismäßig einfach. Also das heißt, wir haben eine einfache Technik, die ist bewährt, wir haben einen Speicher im Keller, und dieser Einbau mit, ich sage jetzt vielleicht, einem Begleitheizband für die Nachwärmung, das ist dann eben im Prinzip eine relativ einfache technische Geschichte. Daneben hier auch möchten wir noch den Nachteil aufbringen, nämlich wir brauchen eine Leitungsnachwärmung, also in dem Moment, wo wir natürlich die Warmwassermenge im Keller unten haben, müssen wir dafür sorgen, dass wir die Ausstoßzeiten wieder im Griff haben. Da braucht es eine Leitungsnachwärmung, eine Zirkulation, ein Begleitheizband. Und das könnte man hier auf dieser Seite durchaus auch ein bisschen als Negativpunkt, sage ich jetzt mal, bringen. Was natürlich dann wieder super ist, und das ist auch so ein Hauptkriterium der ganzen Geschichte, ist natürlich, dass man wunderbar alternative Energien einbinden kann. Also hier kommt dann die komplexe Gebäudetechnik zum Zug. Also dieses Warmwasser der Zentralversorgung, die kann man natürlich jetzt mit verschiedenen Systemen machen, sei das mit einer Wärmepumpe oder vielleicht mit Erdgas auch und Solarenergie und. Also da haben wir natürlich jetzt, sage jetzt mal, alle Möglichkeiten, um hier auch der Energiewende ein bisschen gerecht zu werden.
Ja, das wäre es gewesen. Wir fassen kurz zusammen. Einzelzapfstellensysteme mit den Vor- und Nachteilen. Und hier haben wir eben die Versorgungssysteme, wenn wir mehrere Apparate betreiben müssen. Und ja, das wäre es gewesen. Jetzt bist du an der Reihe. Üben, üben, üben.